Das hast du davon, Shepard. Warum musst du das auch immer machen? Der Gral Donnerwerfer war gut, aber ich will jetzt meine Credits eigentlich sparen. Ich gucke mal, was man sonst noch kaufen kann. Die Kollektionspanzerung. Nee, darin sieht Shepard scheiße aus. Das Raptor, das Scharfschützengewehr der Cerberus, Leute, ist ganz nett, aber nee. Aufklärungskapuze, ja, nee, ist klar. Die ist kacke. Söttervorräte, ja, mir die gehört. Die M76 Revenant. Die Carnifex. Waffenkraft Materials Handschuhe. Die Revenant kaufe ich schon mal. Und die Carnifex. So. Argon Munition. Kondensatorhelm. Spectre-Ausrüstung, da waren wir ja gerade schon. Elkos Combine. Die Cerberus Sturmpanzerung. Nee, ich will keine Uniform von denen tragen, also im Ernst mal. Nein, danke. Aber ich habe das Revenant. Nein, ich bin Infiltrator, ich darf sowas nicht benutzen. Aber halt. Die Carnifex könnte ich benutzen. Ich muss nur ein bisschen dran rumschrauben. Wo haben wir sie? Carnifex. Da. So. Die wird jetzt erstmal schön aufgepimpt auf Stufe 5. Übrigens, auf Stufe 10 geht erst, wenn man es auch wahnsinnig durchspielt. Oder beim zweiten Mal, ich habe keine Ahnung. Hat mir ein Freund gesagt. So, nehmen wir mal die Disciple weg. Alter, habe ich viele Schrotflinten. Carnifex. Habe ich den Großkaliberlauf dafür? Jawohl. Und das Zielfernrohr. Sehr schön. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Naja. Aber jetzt habe ich die Carnifex. Das ist gut. Dann fehlt mir jetzt nur noch die Widow. Dann habe ich die Traumausrüstung für Shepard. So. Dann können wir ja weiterfliegen. Wenn es genehm ist. Lessos haben wir dann erledigt. Das heißt, jetzt gehen wir das Proteane-Artefakt holen. Wenn ich mich nicht irre. Mensch, ich hab gleich keinen Treibstoff mehr. Das ist kacke. Den Aktivposten habe ich denn schon. Ich weiß nicht. Ey, jetzt! Weißt du wohl! Ach, eine Treibstoffstation. Passend! Eine Treibstoffstation. Supi. Hä? Das blinkt und da kann ich nichts machen. Haha, lustiger Streich. Gehen wir erstmal die Artefakte suchen. Ein bisschen wuschen noch da, damit wir mal da hinkommen. Und wusch. Und mal gucken. Wahrscheinlich sind da hier Reaper. Hä? So, wir müssen außerweltens nach wohin? Vula. Ist ein bisschen weit weg, ne? Ja. Ist gerade noch genug Treibstoff für die Rückflugfahrt übrig. Oh, das sollte ich lieber erst gleich machen. Ja, ja. Anflugumlaufbahn. Bana. Was? Ich will da drauf. Artefakte finden. Signal bestätigt. Ah. Sind jetzt nicht gekommen, oder? Ich muss das noch scannen. Ich muss das noch scannen. Scheiße. Scan, du dummes Arschloch. Flieg. Ah, noch einer. Oh. Reaper Umgang. Puh. Ja, leck mich, das war knapp. Wäre ich doch fast in Schweiß ausgebrochen. Dann wieder ins Masenportal und auf die Citadel das Abgeben fliegen.
dann können wir auch wieder eine Hauptmission machen, nachdem wir durchgewuscht sind. Und wusch! Nein, ich werde das nicht lassen. Citadel, Anflug Umlaufbahn. Landön. Landön Carissian aus Star Wars, ne? Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ja, Präsidiumsunterhaus. Ich brauche ein Taxi zum Präsidium. Steht umgehend zur Verfügung. Sehr, sehr komfortabel, muss ich sagen. Also das mit dem Taxi. Ja, bin gleich richtig. Dann gehe ich Dingens abgeben. Und dann kriege ich irgendeine Belohnung. Hoffe ich mal. Weil diese Quest war ein Arsch voll Mühe. So, dann muss ich hier runter. Und dann hier rüber. P-O-R-A-I. Nein, mir ist klar, dass Sie mir nicht sagen dürfen, wo Sie im Einsatz war. Veshra, ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh, Tasha. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Ja. Und wieder Ruf. Und ich habe keine Ahnung, wofür Ruf ist. Aber hey! Hey, das ist Lyra. Was macht sie nochmal hier? Hallo, Shepard. Einfach mal Hallo sagen. Ja. Sie sind zurück? Hier. Ich habe da einiges für Sie. Sehr gut, Commander. Gehen Sie zu General Oraka. Ich werde C-Sicherheit sehr glücklich machen. Er wird C-Sicherheit sehr glücklich machen. Willkommen bei Cypertin-Waffen. Ah, Sentry Interface. Schilde plus 10, Schilde plus... Professionelle Ausrüstung zu vernünftigen... Oh, Laufverlängerung, Laben. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Laufverlängerung 4, das ist gut. Macht mein Valiant noch mehr Schaden. Also, als ob ich nicht schon genug hätte. Aber hey. Mit den Banshees hatten wir ein paar Probleme. So, jetzt habe ich deine Waffen. Jetzt lass sie in Ruhe, damit sie in meine Armee kommen. Commander, mir hat gerade ein Schwarzmarkthändler gesagt, dass er erstklassige Waffen an C-Sicherheit spendet. Er wollte, dass Sie das wissen. Sie haben es geschafft. Und die Blue Suns können weitermachen. Wir konzentrieren uns auf die Citadel-Verteidigung. Das bringt Palavin nicht zurück, aber immerhin. Danke, Commander. Sehr schön. Und zwar kann ich jetzt mit dem in dem Dingens reden und dann Dingens und dann Dingens. So. Im Aufzug gehen wir dann zum Wartebereich. Da war der, glaube ich. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ich hoffe einfach mal, dass der da ist. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für Zivilisten. Er dürfte doch da irgendwo rumhocken. Das ist sehr interessant, was hier für Nachrichten laufen, muss ich sagen. Komm schon! James? Komisch. Sie dachten, ich würde bluffen, stimmt's? Ah, da ist er ja! Also echt mal James. Hey, Commander. James, amüsieren Sie sich? Ja, ja. Verlieren Sie nicht alles. Diese Kleidung gehört der Allianz. Etwas mehr Vertrauen, Loco. Ein bisschen habe ich durchaus. Ein bisschen aber nur. Ach, Scheiße. Und was hört man da? Ach, Scheiße. Eine Konsole. Knowles, hier wurde der letzte Zugangscode benutzt. Was ist los, Commander? Ich verliere Ihr Signal. Ah. Commander Shepard, Captain Kaharal Balak, batarianische Außentruppen. Darauf habe ich gewartet. Alles, was meinem Volk widerfahren ist, war Ihre Schuld. Ich habe Ihr Volk nicht vernichtet. Das waren die Reaper.
Wir waren stolz und schön. Haben Sie gesehen, was die Reaper uns angetan haben? Ja. Ich sitze hier fest. Unsere Kriegsschiffe kennen die Position der Reaper nur, weil ich die Funksprüche des Rats angezapft habe. Ich bin jetzt der höchste Offizier der Hegemonie. Ich kann mein Volk nicht retten, aber ich kann Sie vernichten. Ja, dann schließ dich uns doch an. Sie wollten mit dem Asteroiden bei Terra Nova Ihren Leuten helfen. Aber was erreichen Sie durch meinen Tod? Rache. Das Barak-System. Die wären mit der Ankunft der Reaper sowieso gestorben, das wissen Sie. Ich vereine Kroganer und Turianer. Wir sind die letzte Hoffnung der Galaxie, wenn Sie Ihr Volk lieben. Unsere Schiffe gehören Ihnen. Shepard, alles in Ordnung? Bestens. Es wird mit den Codes keine Probleme mehr geben. Ist das... Soll ich ihn verhaften? Sie sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber wir bringen heute alle Opfer. Er kann gehen. Spectre-Befehl. Verstanden, Commander. Und danke. Spectre-Befehl. Oh. Level up, 48. Yay. Und die Batterianenflotte habe ich jetzt auch. Haha. Ja, aber der Anführer der Blue Suns scheint sich nicht hier blicken zu lassen. Oh, halt. Konsole. Ja, da war ich schon. Dann können wir ja wieder auf die Normandy zurück. Obwohl ich nicht den Blue Suns Anführer gefunden habe. Aber hey. Wahrscheinlich finde ich den das nächste Mal. Ich laufe den immer nur zufällig über den Weg. Weil ich mir nie merken kann, wo die stehen. Das Titel ein bisschen ziemlich groß ist. Und dann gehen wir wieder zurück zur Normandy nach dieser kurzen Ladezeit. Wenigstens kürzer als in Mass Effect 2. Also, da waren die ja ewig lang. Das war schon sehr schmerzhaft dazu zu gucken bei diesen Ladezeiten. Dann können wir auch gleich mal die Hauptmission gleich angehen. Und zwar... Ich habe einen kleinen Bruder. Er hat den Planeten verlassen, um Geld zu verdienen. Und es sind schlechte Gesellschaften. Dann können wir ja jetzt in die Außenzone gehen und mit den Quarianern reden. Und da werden wir sicher zwei alte Bekannte wieder treffen. Eine sicherlich und den anderen mal gucken. So, in die Galaxiekarte. Ja, ich weiß, dass ich auf der Citadel war. Braucht man mir nicht zu sagen. Dann ist vom einen Ende der Galaxie zum anderen.